Mahlzeit und willkommen zurück zum Let's Play von Mass Effect 1 im Remaster. In der letzten Folge hatten wir ja den guten Herrn und die gute Dame hier kennengelernt und sie haben sich uns angeschlossen. Und in dem Atemzug haben wir auch alle Beweise zusammengekriegt gegen Saren. Und das bedeutet, wir müssen uns beim Citadel-Rat einfinden, um diese Beweise vorzulegen. Nun haben wir noch ein bisschen was an Nebenquesten offen, also sind wir zurück ins Flux. In Koras Nest. Flux waren wir noch nicht. Und wie wir sehen, tobt hier wieder das Leben. Nachdem wir den Chef hier umgenietet haben. Geht recht schnell. So, dann wollen wir mal hineingehen. Sagt er. Der Sicherheitsdienst sieht geflissentlich darüber hinweg, was hier los ist. Ich glaube, Fist hat jemanden ausbezahlt. Na dann. Wundert mich hier nicht sonderlich. Hier könnte man sich hinsetzen und der jungen Dame hier beim Tanzen zusehen. Mal die Bardame ansprechen. Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Oder auch nicht. Wer bist du? Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Oder nicht? Da haben wir General Septimus. Mit dem sollen wir sprechen für die Konsortin, das machen wir. Commander! Was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau Sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten, macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Es ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Ach, schau an. Solltest du aber eigentlich wirklich selber machen. Aber naja, gut. Warum können Sie es ihm nicht selber sagen? Das letzte Mal, als wir uns sahen, habe ich seine Ahnen beleidigt und seine Geheimnisse ausgeplaudert. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Na sicher würden wir das. Wer, wenn nicht wir? Harkin. Den brauche ich jetzt allerdings nicht mehr anquatschen, denn Garrus haben wir schon gefunden. Das schenke ich mir jetzt mal. Gut, für die Reporterin müssen wir nochmal ins Büro von Fist. Schauen, was wir da noch finden können. Okay. Gut, damit sind wir hier auch durch. Dann war nichts wie weg hier. Die Reporterin, die war ja auch hier unten in den Bezirken. Dann schnappen wir uns die gleich mal. So war das nicht gedacht.
Orientierung. Ich glaube, hier ging es am schnellsten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir hier die Treppe nach oben. Da müsste sie doch auch irgendwo gleich stehen. Rapid Transit, jo. Da ist sie doch. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fists Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ja, was tut man nicht alles für ein bisschen Publicity, nicht wahr? Gut, dann müssen wir noch zu der netten Asari-Konsort hin. Da hinten war doch irgendwie... Ach komm, hör auf. Da hinten war doch irgendwie der Rapid Transit. Ich denke, damit sind wir recht schnell da, wo wir hinwollen. Genau, Taxi. Und zwar ins Präsidium. Gemächer der Konsortin. So. Kann ich gleich zu ihr hin? Ich hoffe doch. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so. Aber du bist die Erste deines Volkes, der... So, Tachchen, hab da was für dich. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Na klar. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden. Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt Ihnen Stärke. Diese Stärke zieht andere in ihren Bann. Darum sind sie der Anführer, den die anderen ergeben folgen. Diese Eigenschaften werden sie in den nächsten Kämpfen brauchen. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Das ist natürlich eine Mega-Belohnung. Das war's schon. Na dann, danke. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich, Commander. Okay. Das nenne ich mal einen Titanic-Move. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärk geben. Sie werden mir Stärk geben? Gut, wenn sie das sagt. Och, nicht doch, Mensch.
Kann ich mir aber auch nicht abgewöhnen. Standardmäßig sprinten auf Schiff. Dass das hier anders ist, ist echt furchtbar. Na gut. Dann werden wir uns mal noch zu dem Elkor begeben, schnell. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Und dann geht's hinauf ins Präsidium. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oder? Nee, hier ist Avina. Hier bin ich doch richtig. Ja, ein bisschen verwirrend, zumal auch die Farbgebung hier dazu einlädt, dass man glaubt, man läuft richtig. So, das war das Botschaft der Büro der Menschen. Hier ist Ari. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Hier, das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschen-Commander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschen-Commander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Da sagt er nichts zu. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus, Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Haben wir doch gerne gemacht. Okay, dann können wir uns jetzt zum Zitadellturm begeben und nochmal mit dem Rat schnacken. Damit die endlich begreifen, was für eine faule Ratte, feige Ratte, miese Ratte, die sich da an Bord geholt haben als Spectre. Das geht ja nun gar nicht. Kann ich so nicht gutheißen. Präsidium. Zitadellturm. Aber meines Erachtens war da oben doch auch irgendwie ein Taxistand, oder? Boah, hab ich mich nicht getäuscht. Jetzt sind wir oben. Der Admiral ist immer noch da. Kann man da jetzt was tun? Nein. Ich warte darauf, Commander. Denn halt nicht. Hallo, Captain Anderson. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger.
Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen. Und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen. Aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard, vortreten. Ja. Gänsehaut-Feeling. Hammer. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen.
Nice. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat ihnen noch nicht einmal gedankt. Er muss an vieles denken. Los. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Neues Talent freigeschaltet. Okay. Na dann. Zur Sicherheitsakademie. Wird jetzt nochmal den Admiral anquatschen. Der muss doch irgendwas haben, Mensch. Nein, ich möchte... Na also. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Na, wir werden sehen, was wir tun können, Admiral, wa? Das war nur nicht das Problem. Wer bist du? Hoffentlich geht es ihm gut. Na, hoffentlich. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Hm? Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Was für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Was springt dabei für mich raus? Ich kann es mir leider nicht leisten, sie zu bezahlen. Wenn ich genug Geld hätte, wäre schon längst ein Bergungsteam unterwegs, um ihn zu suchen. Vielleicht könnten Sie mir einen persönlichen Gefallen tun und sich darum kümmern. Untersucht den Vorfall denn niemand? Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler. Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Na klar. Such- und Rettungseinsatz kriegen wir hin. So, C-Sicherheitsakademie. Nullo, Frauchen. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. So, ja, C-Sicherheitsakademie. Pelele. Wo war's denn bloß? Ach, warum nicht wieder ein Taxi nehmen, oder? Das ist gar kein Taxi. Da lang, na gut.
Dann laufen wir halt. Ist ja auch kein Problem. Ist ja ausgeschildert. Wir finden schon, wo wir hinwollen. Unverschämtheit, hier stehen überall diese Gleiter rum und du kannst sie nicht benutzen. Aber wir sind ja schon da. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. So, wo mag der denn sein, der Onkel? Ausrufezeichen hätten wir dort. Ach ja, da haben wir ja noch den kleinen Fuzzi da. Den müssen wir auch noch anschnacken. Das wird der wahrscheinlich sein. Ja, sieht ganz so aus. Jalit. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Jalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Das hier ist ernst, Jalit. Sie könnten für immer ins Gefängnis wandern. Aber ich kann nicht. Was passiert mit den Daten, wenn ich weg bin? Was wird aus unserer Forschung? Daran hätten Sie früher denken sollen. Aber diese Daten könnten dazu benutzt werden, alle Geheimnisse der Keeper aufzudecken. Denken Sie nur, was wir alles über die Zitadelle erfahren könnten. Was ist mit diesen Daten? Nun, es ist alles noch sehr am Anfang. Aber laut der ersten Scans sind die Keeper so alt wie die Zitadelle selbst. Wir lernen vielleicht, wie die Zitadelle gebaut wurde. Oder warum die Keeper immer alles umändern. Es gibt endlos Möglichkeiten. Schade, schade, schade. Da bin ich noch nicht weit genug. Sie kommen nicht ungeschoren davon. Nein, bitte. Ich tue alles. Ich habe Credits. Lassen Sie mich gehen und Sie bekommen sie alle. Was geht hier vor? Bereitet dieser Volus Probleme, Commander? Alles okay, Officer. Danke fürs Fragen. Wie Sie meinen. Ich bin hier, wenn Sie sich's anders überlegen. Danke. Das war zu knapp. Dafür können Sie jetzt mein Bankkonto auffüllen. Ja, richtig. Bitte. Mehr habe ich nicht. Danke, dass Sie mich nicht anzeigen. Ich werde diese zweite Chance nutzen. Ich verspreche es Ihnen. Schönen Tag, Jalit. Commander, hätten Sie Interesse, mir bei der Untersuchung der Keeper zu helfen? Was soll ich tun? Nehmen Sie einfach diesen Scanner. Immer wenn Sie einen Keeper sehen, scannen Sie ihn. Schon wieder. Wenn Sie einen einzigartigen Scan erwischen, bezahle ich Sie. Das ist alles. Viel Glück und bis bald. Na dann. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hallo, Commander. Tag. Na gut. Dann haben wir das auch erledigt. Schon wieder Keeper scannen. Naja, das rennt uns aber auch nicht weg. Wir kommen ja öfter nochmal her. So, mal schauen. Bist du der Fuzzi? Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Zeig mir die guten Sachen. Oh ja. Siemer, Vierer, Dreier. Ja, jetzt hat er tolle Sachen.
Aber gut, wir finden auch tolle Sachen, da brauchen wir nicht unbedingt jetzt Geld für ausgeben. Jetzt haben wir mit ihm gesprochen. Und nun sagt dann das Tagebuch. Sarens Schuld beweisen. Ach, jetzt zum Botschafter zurück. Och, Kinders. Dann wieder zurück. Zu den Botschaften. Es wird Zeit, dass wir auf die Jagd gehen. Aber erst nochmal zu unserem unsympathischen Botschafterfreund. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, nicht wahr? Der ist jetzt nicht zu Hause, oder was? Och, Leute. Oh, die Map, wo soll der denn sein? Das ist der Prophet, wo ich noch nicht weiß, wie ich das lösen soll. Die Bank. Okay. Jetzt bin ich gerade leicht überfragt. Zum Botschafter. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm an der Andok-Bucht. Ach so. Na dann. Dann soll das so sein. Hallo? Ah. Leute, wir sind bald auf der Normandy. Dann gehen wir Saren jagen. Schön, 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 schön. Zurück. Bezirke. Zitadellsicherheit. So, runter zur Andok-Bucht. Haben Sie es je bereut, die Zitadellsicherheit verlassen zu haben, um Saren zu verfolgen, Garrus? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Ich freue mich, dass die bevorstehende Vernichtung allen organischen Lebens ihre Karrierechancen verbessert hat. Haha. Endlich. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Was ist schiefgegangen? Was ist damals geschehen? Ich habe versagt. Ich hatte die Situation falsch eingeschätzt und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht.
Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Menesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Das könnte passieren. Ich werde tun, was ich kann, um Saren aufzuhalten. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte, Shepard. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Na dann, erzähl mir mal was. Ja, Commander? Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Odina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihlus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich bin nicht stolz auf diese Geschichte. Ich hatte die Chance, der erste menschliche Spectre zu werden und bin gescheitert. Dafür hat Saren gesorgt. Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat doch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten.
Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen. Warum haben Sie... Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Das wiederholt sich jetzt. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pheros geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Das machen wir. Aber nicht mehr heute. Damit sind wir durch für heute. Und beim nächsten Mal betreten wir endlich die Normandie und gehen auf die Jagd nach Saren. Ich freue mich, ich hab Bock. Das wird grandios. Alles klar, Leute. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.